So Leute und moin zusammen, ich grüße euch mal wieder zu diesem neuen Video und abonniert den Kanal an der Stelle, wenn ihr es nicht gemacht habt. Es gibt wieder ein paar brisante News, auf die wir jetzt gemeinsam eingehen. Viel Spaß dabei. Als erstes geht es mal wieder um das Thema Dieselfahrverbote. Also das ist halt wirklich, genau wie ich es richtig geschildert habe, eine Brunnenlösung. Es fangen an, immer wieder andere Städte verpflichtet dazu zu werden oder aus eigener Initiative hinzugehen und zu sagen, ja, wir brauchen Dieselfahrverbote, unsere Luft ist ja so schlecht und ach und so weiter und so fort. Und jetzt ist die nächste betroffene Stadt Darmstadt. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr aus Darmstadt kommt und davon auch was mitbekommen habt und so weiter. Dann schreibt nämlich hier die FAZ, Darmstadt bereitet sich auf die Sperrung zweier zentraler Straßen in der Innenstadt für ältere Dieselfahrzeuge vor. Wie sie überwacht werden soll, ist unklar. Und der Unmut im Landkreis wächst. Ja, natürlich wächst der, weil man immer wieder in der Presse mitbekommen hat, dass das mit den Grenzwerten nicht ganz hinhauen kann, dass eine deutsche Umwelthilfe sich sehr, sehr stark dafür ausspricht, dass das eine deutsche Umwelthilfe, E.V., ein Verein ist, der Abmahnungen verschickt. Auf Deutsch ein Abmahnverein ist. Nochmal so festgehalten gerne an dieser Stelle. Mal gucken, ob ich irgendwann von der Umwelthilfe wirklich Post bekommen sollte, ob die mich deswegen versuchen, hier einen Maulkorb anzulegen. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht, aber ich lasse es auch darauf ankommen. Aber wie gesagt, das ist E.V., eingetragener Verein. Sie verschicken Abmahnung. Für mich ist es ein Abmahnverein. Das nur nebenbei. Ja, also es geht auf jeden Fall um zwei zentrale Straßen direkt in der Innenstadt. Und ich bin mal gespannt, wie und ob die das durchsetzen werden. Wie lange das Ganze dann auch bleiben wird, also anhalten wird, dieses Fahrverbot in der Innenstadt. Wisst ihr, das ist, ich sage das jetzt in fast jedem Video mittlerweile, aber mir hängt es langsam ein bisschen zur Hals raus, aber vielleicht kommt es ja irgendwann, ich habe ja die Hoffnung, dass es irgendwann irgendwo mal da ankommt, wo es hingehört. Man kann doch nicht ein Fahrverbot umsetzen, wenn man keine Alternativlösung hat. Leute, man muss doch hingehen und sagen, jo, jetzt wird nicht mehr über diese Straße gefahren. Was passiert dadurch? Wir sehen es in Hamburg, zack, es wird ein Umweg von x Kilometern gefahren. Damit hat man doch vielleicht sogar noch mehr dieser angeblich so giftigen Stickoxidabgase in der ganzen Stadt verteilt. Nur halt an einem anderen Punkt. Aber das kann doch nicht die Lösung dafür sein. Die Lösung, eine sinnvolle Lösung wäre, beispielsweise machen wir jetzt mal die Arbeit von den Politikern, die offensichtlich nicht getan wird. Muss ich das jetzt hier machen als Newsberichter? Zum Beispiel andere innovative Antriebskonzepte, wie zum Beispiel ein E-Auto von mir aus, außen vor Produktion und alles beim E-Auto nicht so gut ist wie bei einem Verbrennermotor. Lassen wir jetzt mal außen vor, wie gesagt, so etwas zu fördern, solche Fahrzeuge mehr in einer Innenstadt direkt zur Verfügung zu stellen. Oder aber, ich bin schon viel zu weit in der Lösungsfindung. Ich merke es gerade selbst, wo ich das Ganze ausführe. Wir müssten ja noch einen Schritt weiter zurückgehen, meines Erachtens nach. Wir müssten ja erstmal prüfen, auf welcher Basis sollen denn diese Fahrverbote überhaupt bestehen? Sind denn überhaupt diese Messdaten, die da aufgenommen wurden, wirklich korrekt und auch korrekt interpretiert? Oder bezieht sich das auf die Werte von 1996, die immer wieder sehr gerne als Referenzwert genommen werden, wo es heißt, ja, diese Studie besagt, Punkt, 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 das ist nicht gesund. Und das kann es ja nicht sein. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich auch so öffentlichen Nahverkehr und sowas weiterhin fördern. Da sage ich gar nichts gegen, im Gegenteil. Aber wenn der doch so unattraktiv ist und so ein Busticket oder auch so ein Monatsticket ist so exorbitant teuer und ich habe dann auch nur so verschiedene wirklich schlechte Fahrzeiten, dann ist das doch keine Möglichkeit, dann sind das doch keine Alternativen, die zur Verfügung stehen. Also ich komme darauf nicht klar, wie ihr merkt, ne? Ja, Freunde, als nächstes geht es um das Thema Raser und da ist ein ganz interessanter Artikel hier im Spiegel Online erschienen und da geht es Fokus auch um den Nico Klassen heißt er, genau, das ist von EFR Rennveranstalter und Nico Klassen ist bekennender ehemaliger Raser, der auf wirklich öffentlichen Straßen viel zu schnell und zu aggressiv und zu gefährlich einfach gefahren ist und ganz klar an dieser Stelle, ich spreche mich absolut dagegen aus, ich fahre sehr gerne mit meinem C63S auf der Autobahn. Super gerne fahre ich darauf schnell, wenn es der Verkehrsfluss zulässt und wenn es erlaubt ist. Das ist mir wirklich ganz wichtig. Ich bin kein Raser und ich möchte auch nicht als sowas betitelt werden, nur weil ich gerne mit 250 oder auch mit 280 über die Autobahn fahre. Wenn das Verkehrsaufkommen das zulässt, sehe ich da auch gar kein Problem dran. Das sagt auch unser Gesetz so. Teilschuld außen vor. So, und dementsprechend geht es in diesem Artikel, Zitat, die Sucht ist größer als die Vernunft. Jetzt wird hier so ein bisschen drüber geschrieben, dass das ganze Rasen und alles eine Sucht darstellen würde.
Ich weiß nicht, ob man unbedingt von so einer Sucht sprechen kann. Klar, da geht es natürlich um Endorphine oder auch Adrenalin, das da ausgeschüttet wird. Danach kann man, könnte ich mir schon vorstellen, vielleicht auch süchtig werden. Ich finde aber den Aspekt hier in diesem Text sehr interessant und deswegen habe ich diesen Artikel mit in die News reingenommen. Der Nico Klassen setzt sich wirklich stark dafür ein, diese illegalen Rennen zu verlagern zu legalen Rennen auf abgesperrten Rennstrecken beziehungsweise abgelegenen Flughäfen, die jetzt nicht mehr gebraucht werden und so weiter. Und das finde ich ist eine super Sache und deswegen habe ich ihn hier mit reingenommen. In Brilon zum Beispiel finden da häufiger Sachen wohl statt, die er veranstaltet. Und da kann man dann Viertelmeile-Rennen nebeneinander machen und sowas. Das gibt es bei mir in der Ecke auch. Meiner Zagen am Flugplatz wird das auch ab und zu angeboten. Das finde ich ist eine geile Nummer, auf jeden Fall. Wenn man dann wirklich mal so genau testen will, wie lang brauche ich für eine Viertelmeile, wie schnell ist mein Fahrzeug, wie beschleunigt das und so weiter. Unter diesen Umständen ist das eine super Sache. Schade. Finde ich definitiv ganz klar, hier lese ich euch nämlich vor, Rennveranstalter Klassen hat versucht, Politik und Behörden von seinem Konzept zu überzeugen. Fast ein Dutzend Empfehlungsschreiben von Experten hat er eingeholt. Dennoch ist die Bereitschaft der Politik mit Steuergeld, Ersatzstrecken für suchtkranke Raser herzurichten, gering. Also dieses suchtkranke Raser finde ich jetzt ein bisschen extrem. Nichtsdestotrotz finde ich diesen Grundgedanken, den der Nico da verfolgt, sehr, sehr geil. Also wenn du das oder jemand ihn kennt, gerne mal hier auf das Video verlinken. Das ist eine super Sache, würde ich auch gerne mal hier für ein kleines Art Interview in das Video mit reinholen. Ich glaube, das wäre auch ganz spannend, so als spontane Idee. Ich finde es wirklich schade, wie die Politik einfach hingeht und aktuell agiert. Wir wissen das aus einer letzten News. Da wurde ein Motorradfahrer, der wirklich viel zu schnell und zu asozial, also unsozial, asozial gefahren ist, enteignet und sein Motorrad wurde versteigert. Finde ich absolut legitim, nachvollziehbar. War auch so der Durchweg, der Tonus, den ihr genannt habt. Aber sobald der wieder Geld hat, wird er das ja wieder machen. Das ist ja nicht die Lösung. Das ist ja keine... Ja, wenn man jetzt wirklich von der Sucht ausgeht, würde man sagen, das ist ja keine Behandlung seines Problems. Ne? Das ist ja einfach nur eine Behandlung des Symptoms oder eine Verlagerung. Ne? Das hilft ja nicht. Und deswegen finde ich diese Idee hier so geil. Einfach ein paar alte Flughäfen zu nehmen, ein paar Organisatoren und so weiter zusammenzutrommeln mit ein paar Sponsoren und so weiter. Da kann man doch megamäßig was machen. Und anstatt die Leute versuchen, über Strafen so krass umzuerziehen, das funktioniert doch im Fall eh nicht. Das funktioniert doch meistens eh nicht, wie wir anhand der Masse einfach dieser immer wieder auftretenden Unfälle mittlerweile in ganz Deutschland mitbekommen. Oder was meint ihr dazu? Dann gibt es mal wieder hier eine positive Nachricht für alle, die gegen VW klagen oder das demnächst machen möchten. Denn es gibt wieder ein positives Urteil vor Gericht und das wurde nämlich zugunsten einer VW Tiguan-Fahrerin ausgesprochen. Das heißt, in Stendal, so heißt der Ort, ist das stattgefunden, hat das Stendaler Landgericht nämlich entschieden, dass VW diesen Tiguan zurücknehmen muss und den Kaufpreis der Besitzerin erstatten muss. Natürlich kommt da eine Nutzungsentschädigung an VW nochmal, dann wird das Ganze wieder verrechnet. Und das Ich nehme das ja immer wieder häufig hier drin auf, deswegen gehen wir auf die Zahlen nochmal kurz ein. Wie sah das bei der betroffenen Frau hier aus? Zitat von az-online.de ist das. Im Falle des im Juli 2015 für 26.777 Euro gebraucht, mit 10.603 Kilometern erworbene Volkswagen Tiguan Sport in Style 2.0 TDI, bejahen die Richter nach Fuhrhoffs Angaben das Vorliegen einer vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung durch VW und verurteilen den Wolfsburger Konzern zur Rücknahme des Fahrzeugs zu einem Betrag von 22.367 Euro. Na, also wir haben jetzt hier eine relativ geringe wirkliche Nutzungsentschädigung, die da drin ist. Die liegt ja gerade mal bei ein paar tausend Euro. Und dementsprechend hier nochmal der Hinweis an der Stelle. Ich arbeite mit der Kanzlei Baumreiter und Kollegen aus Düsseldorf zusammen. Wendet euch gerne im ersten Schritt kostenfrei an diese Kanzlei. Geht das einfach über diesel24.de. Geht da drauf, tragt eure Daten ein. Prüft in diesem Kurz-Online-Check direkt mal, ob euer Fahrzeug auch wirklich betroffen ist. Betroffener Motor bei VW, beispielsweise EA189, wie der Polo meiner Freundin, der Polo-Dieselmotor. Und wenn ihr betroffen seid, sprecht mit denen und dann kann man gucken, ob man eine Rechtsschutzversicherung hat oder nicht. Und auch im Fall, wenn nicht, schreckt nicht unbedingt vor so einer Klage zurück. Denn ihr müsst immer bedenken, es darf dem Geschädigten kein Schaden entstehen.
zusätzlich jetzt finanzieller Natur, so dass es heißt, dass die Kosten für Gerichtsverfahren und Anwalt und so weiter natürlich von dem Beklagten dann dementsprechend Verurteilten, wie VW es dann in diesem Fall wäre, getragen werden müssen. Als nächstes habe ich hier noch einen Bericht gefunden, auch in der FAZ mal wieder. Bosch will im großen Stil Brennstoffzellen liefern. Das finde ich ist schon mal ein interessanter Ansatz, ein guter Punkt, dass es sich jetzt nicht so komplett forciert weiterhin auf E-Antriebe, sondern dass man auch sagt, ja, wir forschen weiter an der Brennstoffzelle, wir werden die auch, also diesen Wasserstoffantrieb weiterhin fördern und gucken, dass wir die als Zulieferer dafür sorgen, dass die Hersteller da auch genug, ja, quasi Hardware einfach zur Verfügung haben und die Fahrzeuge bauen können. Ich frage mich auf der anderen Seite, was werden so die ersten Fahrzeuge sein, die dann in den nächsten Jahren rauskommen werden mit Wasserstoff bzw. Antrieb bzw. der Brennstoffzelle? Und da habe ich einfach mal ganz plakativ jetzt dumm wirklich gegoogelt, Brennstoffzellenauto, und als erster Link kam da wirklich Toyota. Und das fand ich ganz interessant, weil Toyota, wie hieß der nochmal? Toyota Prius, einer der ersten Hybridfahrzeuge, wenn ich es richtig im Kopf habe, schon irgendwann 2000 irgendwann. Jetzt gibt es nämlich von Toyota wohl auch, steht in den Startlöchern, den Mirai oder Mirai. Das ist nämlich ein, hier steht es, Wasserstoffauto. Autos sind ausgesprochen umweltfreundlich und gleichzeitig praktikabel im Antrieb. Der Mirai mit Brennstoffzellentechnologie bei Toyota in Serie erhältlich. Man hat jetzt hier allerdings, sehe ich zumindest nicht, keine Möglichkeit, das Fahrzeug zu konfigurieren. Sonst hätte man das im 83-Meter-Hauptkanal gerne mal machen können. Aber man kann hier Kontakt auf jeden Fall mit dem Hersteller aufnehmen. Ich schätze mal, ihr kommt in der nächsten Zeit raus. Wenn ihr was wisst, gerne mal reinschreiben. Ich blende euch ein Foto hier an der Stelle natürlich auch mal ein von dem Fahrzeug. Er ist halt hässlich. Sagen wir es, wie es ist. Er ist wirklich nicht schön. Also klar, Geschmäcker sind verschieden. Aber unter diesem Design würde ich mir den jetzt nicht holen. Aber schreibt ihr mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ne? Weil das ist es auch, was ich bei den E-Autos immer wieder sage. Wenn die Hersteller hingehen und bauen E-Autos so futuristisch und so abgespaced und so, dann will das doch kein Mensch haben. Ne? Mensch ist ein Gewohnheitstier. Es gefällt ihm so, wie er es hat. Und kleine Veränderungen sind möglich und alles und so. Aber diese rabiaten, ganz krassen Umschwünge, für mich sind die meistens auch nichts. Ne? Deswegen, also so ein Tesla ist wirklich das höchste der Gefühle. Ein Tesla, jetzt zum Beispiel Model S, der ist ja wirklich wie eine schlichte Limousine. Und wenn ich jetzt hier aus dem Freundesbekanntenkreis so ein paar unbedarfte Autoleute nehme, also einfach Bekannte, die jetzt nicht so autotechnisch affin sind, die würden jetzt auch nicht beim Tesla direkt auf Anhieb sehen, dass das ein E-Auto ist. Ne? Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, warum Tesla definitiv was richtiger macht als zum Beispiel jetzt Toyota oder auch die deutschen Hersteller. Dementsprechend, Freunde, ich hoffe, die News haben euch gefallen. Signalisiert es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abo dalassen, es bleibt weiter entspannt. Bis zum nächsten Video. Ciao.